Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige Ihnen hier, wie Sie sich auf Ihre Fritzbox einloggen können. Gehen Sie dabei bitte behutsam vor. Ich übernehme keine Garantie oder Haftung für die Darstellung. Notieren Sie alle Veränderungen, die Sie vornehmen, um sich nicht auszusperren. Nehmen Sie nur dann Veränderungen vor, wenn Sie sich absolut sicher sind bei dem, was Sie tun. Hier soll es aber nur um das Einloggen gehen. Ich gehe davon aus, dass der Router bereits vorher schon mal eingerichtet worden ist. Es geht also nicht um die erstmalige Einrichtung. Sie sehen hier die drei Zugangsmöglichkeiten. Sie können also entweder diese Adresse oder die Notfall-IP in Ihren Browser eingeben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie das vollständig eingeben, sonst wird Ihnen Google eine Suche zu diesem Stichwort geben. Das wollen Sie ja nicht. Sie wollen ja über HTTP und so weiter tatsächlich den Zugang zu der Fritzbox erreichen. Sie sehen hier die IP-Adresse des Routers in der Werkseinstellung. Wenn Sie die mittlerweile verändert haben, funktioniert diese natürlich nicht mehr. Sie werden anschließend aufgefordert, Ihren Benutzernamen und das Kennwort einzugeben. Sollten Sie tatsächlich das erste Mal auf den Router zugreifen, so finden Sie das Passwort für den erstmaligen Zugriff auf einem Aufkleber auf der Fritzbox. Sie können nun die verschiedenen Funktionen der Fritzbox benutzen. Hier sehen wir das Menü, in dem Sie nun wählen können, was Sie tun wollen. Ich werde hier zeigen, wie Sie den Zugriff auf Ihre Fritzbox ändern können. Dazu gehen Sie auf System, anschließend auf Fritzbox Benutzer. Dann wählen Sie hier den Reiter Anmeldung im Heimnetz und können nun wählen, auf welche Weise der Zugriff auf die Fritzbox erfolgen soll. Ihnen sollte hier klar sein, dass es nur darum geht, Benutzer einzurichten, die anschließend den Router verändern. Es geht nicht um diejenigen, die nachher den Router benutzen, um damit zum Beispiel ins Internet zu gehen. Das hat hiermit nichts zu tun. Wenn Sie mehrere Benutzer anlegen wollen, dann müssen Sie die erste Option wählen. Hier sehen Sie eine Menge Hilfetext, der ungefähr erklärt, worum es bei den Optionen geht. Da gehe ich hier nicht näher drauf ein. Anschließend müssen Sie in dem gleichen Menü wieder über System, Fritzbox Benutzer, den Reiter Benutzer auf die bereits angelegten Benutzer zugreifen. Sie sehen hier in meinem Fall, es gibt bereits 5 Benutzer. Drücke ich hier auf den Stift, werde ich anschließend die Daten dieses Benutzers, der hier aufgelistet ist, ich habe das natürlich verdeckt, verändern können. Wenn ich einen Benutzer hinzufügen will, muss ich auf Benutzer hinzufügen klicken und kann anschließend einen neuen Benutzer anlegen. Es öffnet sich daraufhin dieses Feld. Dort können Sie einen neuen Benutzer anlegen mit Benutzernamen, einer E-Mail-Adresse und einem Kennwort. Das Kennwort wird hier immer mit 4 Sternchen dargestellt, damit man nicht auf die Länge des Kennwortes zurückschließen kann. In diesem Menü gibt es viele weitere Punkte, die Sie verändern können. Das Ganze ist hier nur ausschnittsweise dargestellt. Ja, das war's auch schon in diesem Video. Ich hoffe, dass Sie nun den Zugriff zu Ihrer Fritzbox hinbekommen und wünsche Ihnen vor allem ein behutsames Vorgehen beim Umgang mit Ihrer Fritzbox. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.